So Leute, herzlich willkommen zu meinem neuesten Let's Play Monster Hunter 4 Ultimate Demo. Los geht's! Oh, ich dachte, es würde so ein Intro kommen oder so, aber anscheinend nicht. Ja, wir wählen die deutsche Sprache, weil Deutsch eben. Und gucken mal, was es hier so gibt. Schwierigkeit Anfänger und Experte. Bei Anfänger steht, dein Jäger ist stärker. Außerdem helfen dir Hinweismarkierungen, dein Ziel zu finden. Bei Experte, für Spieler, die bereits in der Vergangenheit Monster Hunter gespielt haben. Ja, ich muss mich an dieser Stelle bereits outen, denn ich bin kein Monster Hunter Fan und habe Monster Hunter bisher nie wirklich gespielt. Ich hatte es mal angefangen, also ich hatte mal Monster Hunter 3 gesuchtet, so nur ein bisschen. Aber ich konnte mich nie wirklich mit dem Spiel anfreunden, weshalb ich dann damit aufgehört hatte, Monster Hunter Interesse zu haben, ja. Und seitdem habe ich mich noch nie an einen anderen Teil gewagt. Und ja, ich wollte mich aber irgendwie, keine Ahnung, irgendwie wollte ich diese Demo doch anzocken. Einfach weil ich denke, dass ich irgendwann mal Interesse für dieses Spiel empfinden muss, und ich denke, Monster Hunter 4 Ultimate könnte da vielleicht was ändern. So, Online-Modus, Mehrspieler-Modus. Nutze das Internet, um mit weit entfernten Personen zu spielen. Okay, das geht sogar mit der Demo, das ist ja cool. Lokales Spiel. Nutze den lokalen Modus, um mit Spielern in der Nähe zu spielen. Ja, das können wir alles nicht machen. Wir können nur den Solo-Dingens hier machen, also den Solo-Modus. Und das ist ja auch der Sinn der Sache. Ich meine, das ist der Sinn dieser Demo, deshalb werden wir das auch machen. So, wir haben hier zwei Quests, die wir machen können. Jage den Großjagi. Kämpfe dich durch eine Horde Jagi und erledige ihren Anführer, den Großjagi. Okay. Und das zweite ist, jage den Tetsukabra. Oh, der sieht krass aus, Alter. Das sieht aus wie ein Dino mit Feuerskills und, keine Ahnung, so drachenmäßig mit Dinosauriermäßig. So, keine Ahnung. Ich laber scheiße, ich weiß. Oh, und hier fängt schon an. Ich hab jetzt schon keine Ahnung, was ich hier wählen muss. Was ist das? Wähle eine Waffe. Sorge mit Hilfe von Kinsektenmonster. Kinsekten. Aha, ist das eine andere Form von Insekten? Ich glaube schon. Insektengläfe. Ja. Nochmal. Sorge mit Hilfe von Kinsektenmonster aus, um deine Kräfte zu stärken. Du kannst damit auch springen. Okay. Mit dem Schwert- und Schildmodus der Waffe kannst du Kraft aufladen, in den Axtmodus morphen und sie entfesseln. Ja, es fängt schon an, ganz schwierig zu werden. Ich habe keine Ahnung, was hier gut ist und was hier nicht gut ist, was man hier wählen sollte. Auf jeden Fall sind diese Sternchen hier und da unten steht Empfehlung. Also werden uns hier Waffen empfohlen, die wir vielleicht benutzen sollten. Und da das hier der Anfängermodus ist, würde ich schon schätzen, dass das Waffen sind, die auch wirklich zu gebrauchen sind. So, ich werde mich dann wohl hier entscheiden zwischen den drei. Nahkampfwaffe mit enormem Potenzial. Aufgeladene Angriffe betäuben selbst stärkste Monster-Deckschädel. Okay. Dann hier. Zwei Klingen entfesseln einen Wirbel aus Schnitten. Große Beweglichkeit und starke Dämonenmodus-Angriffe. Okay. Diese Klinge mag etwas schwerfällig sein. Aufgeladene Angriffe und ihre Blockfähigkeiten machen das aber wett. Ich glaube, ich entscheide mich für Doppelklingen. Die klingen irgendwie am besten. Versteht ihr? Die klingen, weil es Doppelklingen sind. Ach, egal. Sollen beim Beginn einer Quest Hinweisnachrichten zur Verwendung der Waffe angezeigt werden? Ja, warum nicht? Ich meine, ich bin ja komplett Anfänger. Ich habe keine Ahnung, wie alles funktioniert. Deshalb bestimmte Anfänger vorher. Ja, auch alles. Ich brauche da wirklich ein ganzes Tutorial, um alles hier zu verstehen. Und ja, ich würde mal sagen, legen wir los. So, Infos. Kurze Frage, Teufelskerl. Wer ist der Anführer der Jagi dort in der Ferne? Richtig. Okay, ich konnte sowieso nicht alles vorlesen, aber okay. So, hallo Jäger, wie geht's dir heute? Mir geht's eigentlich ganz gut. Solange ich nicht sterbe, wird's mir auch weiterhin gut gehen eigentlich. Du bist offenbar sicher hier angekommen. Ja, scheint so. Was für eine Erleichterung. Nun reden wir über das Geschäftliche. Okay, ich weiß, dass du alles über die Jagd weißt, was es zu wissen gibt, aber sicherheitshalber werde ich dir sagen, wo sich das Monster derzeit aufhält. Oh, ich weiß, ich bin überaus hilfsbereit, das sagt man mir ganz oft. Aber wie auch immer, folge den Rotmarkierungen direkt zum Monster. Mach es,
mach es alle, Jäger. Es soll also die Kunst der Doppelklingen beibringen? Na schön. Schließlich handelt es sich um eine Waffe, die mir sehr am Herzen liegt. Hier also die Grundsteuerung für Doppelklingen. Hör gut zu. X-Knopf, einfacher Angriff. A-Knopf, Rundumhieb und so weiter. R-Taste, Dämonenmodus, ein aus. Kombi-Angriffe sind ein leichtes für jeden, der Doppelklingen schwingt. Versuche verschiedene Angriffsmuster mit Hilfe des X- und A-Knopfs zu verwenden. Die einzige Fähigkeit der Doppelklingen, der Dämonenmodus, aktivieren mit der R-Taste. Im Dämonenmodus erhöhen sich deine Angriffsstärke und deine Geschwindigkeit, ebenso wie die Anzahl der Angriffe, die du ausführen kannst. Der Klingen-Tanzangriff ist besonders stark. Drücke den Z- und den A-Knopf zusammen, den X, verdammte Kacke, um dich selbst davon zu überzeugen. Aber denke daran, dass deine Ausdauer schrittweise abnimmt, wenn der Dämonenmodus aktiviert ist. Wenn du keine Ausdauer mehr hast, dann war's das. Dann endet der Supermodus abrupt. Hier nun ein Überblick über die grundlegende Manöver für unerfahrene Doppelklingenfans. Ja, okay, ist gut jetzt. Mann, laber mich nicht voll. Überspringen, danke sehr. Oh, es gibt ein Zeitlimit. Oh, okay. So, mit der B-Taste kann ich hier eine Rolle machen. So ein Purzelbaum. Voll skurril. Hier gibt es eine Schatzkiste. Soweit ich weiß, kann man hier Items verstauen und abholen. Ich glaube, die benutzt man, um sich wieder aufzuheilen und seine Waffen zu schmieden. Denn ich glaube, die verstummen während so einem Kampf. Und ja, die muss man wieder dann aufpolieren, ne? Also schärfen. Was geht, ich hier aufpolieren? Schärfen muss man die logischerweise. So, ich bin ein waschechter Erkunder und ich gucke, ob es hier was gibt. Ich glaube, es ist eher weniger. Ich habe hier 25 Minuten, um irgendwelche Biester zu töten. Ich werde mal gleich meine Waffen austesten, aber ich werde das erst tun, wenn ich wirklich Gegner vor mir sehe. Oh, warte. Kann ich meine Kamera, also meine Perspektive hier ändern? Geht das? Ach so, geht mit dem Steuerkreuz. Das ist gut. Das ist sehr gut. Die Grafik sieht wirklich geil aus für ein 3D-Spiel. Also das hier ist krass. Das ist richtig krass. Also für ein 3D-Spiel ohne Witz, boah, krass. Ja, habe ich gerade schon gesagt, ne, krass, krass, krass. So, begeben wir uns mal ins Getümmel hier. Wo sind die Monster, wo sind sie? Da sind sie. Dino, du. Oh mein Gott, ich habe das noch nie gezockt. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Warte mal, hier, warte. Nehme ich meine Waffe hier raus. Achso. Oha, der bekommt voll auf die Fresse von mir. Ist er bereits tot? Ich weiß es nicht. Ich denke schon, der liegt am Boden, also wird er schon tot sein. Den hier werden wir auch töten. Warte mal, ich muss gucken, wie nehme ich denn jetzt meine Waffe raus? Ich muss... Okay, mit X, sehr gut. Mit B mache ich immer noch den Purzelbaum, mit Y stecke ich meine Waffe wieder ein. Muss ich mir also merken. Und Kombination, also Angriffskombination, mache ich dann mit X und A, wie es schon vorhin gesagt wurde. Okay. Scheint tot zu sein. Von den gesammelten Dingen sind 75 Prozent. Warte, was stand da? Prozent oder Prozent? Ich glaube, da stand Prozent. Naja, lass ich mal so stehen. Ich weiß nicht, ob ich hier nach unten kann. Ich glaube eher weniger. Deshalb gehen wir einfach mal hier lang, wo es mir angezeigt wird. Ich bin ja auch ein Anfänger, deshalb wird das Spiel mir auch alles verraten. Da muss ich selber nicht nachdenken, was gut ist. Desto weniger ich nachdenke, desto besser. Denn ich muss mich hier aufs Kommentieren konzentrieren. Wow, das reimt sogar. Aufs Kommentieren konzentrieren. Und, ja, wisst ihr Bescheid. Okay, hier passiert irgendwas. Ah ne, ich habe mich zu einem neuen Gebiet hier aufgemacht. Das ist cool. So, du. Nee. Komm her. Ja, Leute, ich weiß nicht, wie euch dieses Projekt bisher gefällt. Also ich mache hier wirklich nur die Demo. Ob ich das ganze Spiel machen werde, sei mal dahingestellt. Wie gesagt, ich habe einfach keinen Plan von Monster Hunter. Und ja, wenn man keinen Plan hat, ist es wirklich sehr schwer, sich in dieses Spiel hier zu versetzen, ehrlich gesagt. Also man braucht einfach Kenntnisse, was all diese Items da anrichten, wie man das verwendet. Also das Spiel handelt eigentlich darum, dass man Waffen schmiedet. Und die Gegner halt dann besiegt. Es gibt spezielle Bosse, die man dann besiegen muss. Und ich glaube, das ist der ganze Reiz dieses Spiels. Also, dass man bessere Rüstungen bekommt und immer stärkere Bosse besiegt.
Und die werden zunehmend stärker, desto stärker man selber wird, würde ich mal so schätzen. Ne? Das macht irgendwie auch Sinn. Es ist ja auch nicht umsonst Monster Hunter. Ja, das ist der ganze Sinn des Spiels. Ich wurde immer irritiert von den ganzen Items und hast du nicht gesehen, die man einfach so im Spiel bekommt. Denn es wird einem einfach nicht erklärt, was das alles macht. Also man bekommt kein Tutorial. Ich hatte bisher wirklich nur den dritten Teil für die Wii gespielt, also Monster Hunter 3, glaube ich, war das. Oder Tri hieß das. Ja, Tri, also es ist 3, denn Tri bedeutet 3. Naja, auf jeden Fall hatte ich den gespielt und ja, ich keine Ahnung, ich konnte mich einfach nicht anfreunden. Das Spiel sah wirklich extrem geil aus, aber ich konnte mir das einfach nicht geben, weil ich einfach nichts verstanden hatte. Ich wollte mich aber unbedingt mit der Reihe anfreunden, denn das sieht wirklich nach einem geilen Spiel aus. Ich meine, man hat so eine Open World hier, man kann sich hier überall hinbegeben, Items sammeln, Waffen schmieden und weiteres. Und sowas gefällt mir, ich mag sowas. Ich meine, auch bei normalen Rollenspielen, die ich so zocke, mag ich es immer, wenn ich so meine Rüstungen selber machen kann und Waffen schmieden kann. Sowas bockt auf jeden Fall voll hart. Und hier kommt jetzt eine Szene, das ist ja skurril. Du hast es geschafft, Jäger. Du bist auf das Monster gesprungen. Habe ich dir das überhaupt beigebracht? Wie man mit Sprungangriffen gegen bestimmte Körperteile auf ein Monster springen kann? Drücke wiederholt den X-Knopf, um das Monster zu Fall zu bringen. Mit Glück wirfst du es um oder zerstörst den Körperteil. Aber das Monster wird es dir natürlich nicht leicht machen, sondern versuchen, dich abzuwerfen. Wenn das passiert, halte die R-Taste gedrückt und greife nicht mehr an, um dich richtig festzuhalten. Okay, also ich werde hier die ganze Zeit Dingens drücken. Wann soll ich die R-Taste gedrückt halten? Ich hab's vergessen gerade. Sorry. Ach stimmt, der Dämonenmodus, ne? Da war ja was. Den gibt es ja auch noch. Okay, ich habe hier Freunde an meiner Seite. Das ist ja schön. Das sind ja gute Neuigkeiten. So, ich glaube, der Dämonenmodus ist vorbei. Meine Klingen leuchten nicht mehr rot. Ich glaube, wenn der Modus vorbei ist, sollte man sich wirklich fernhalten vom Gegner, denn ich glaube, die Werte sinken so. Also ich glaube, sobald der Modus weg ist, ist man, glaube ich, erschöpft oder so. Oh, und es laggt gerade wirklich übelst. Was geht denn hier ab? Warte mal. Ah, ich kann ja, glaube ich, nicht pausieren. Ich kann mir den Lag gerade nicht erklären. Ist es im Spiel oder nur während der Aufnahme? Keine Ahnung, ich sehe es gerade nämlich nicht. Ja, sorry für den Lag, Kinder. Ich weiß nicht, wie das gerade entstanden ist. Es ist auf jeden Fall passiert. Weg hier, Mann! Oh Mann, hör auf die ganze Zeit, diesen Modus zu aktivieren. Ich möchte immer meine Perspektive wechseln, aber ich habe immer so eine Tendenz, den Modus da anzumachen. Ich drücke immer die R-Taste, anstatt mit dem Steuerkreuz hier zu fungieren. Ja. Nein. Nein! Ja, ihr seht schon, ich bin nicht wirklich der beste Monster Hunter auf der Welt. Und die Lags, die hier entstehen, sind auch nicht die besten. Das ist natürlich das Ganze noch ein bisschen schlimmer macht. Ja, keine Ahnung, was hier los ist. Komm her. Ich will irgendwie die Kleinen zuerst loswerden, bevor ich mir den Großen vornehme. Aber ich glaube, die Kleinen kommen immer wieder zurück, kann das sein? Ihr seht schon, ich bin komplett planlos hier. Ich probiere einfach irgendwas zu machen, weiß aber nicht genau was. Ich muss das große Ding da erledigen. Es ist auf jeden Fall klar wie Kloßbrühe. Aber ich möchte davor zuerst noch die Kleinen töten, damit die schon mal weg sind. Und damit ich mich auf die Großen dann konzentrieren kann. Ich weiß aber nicht, ob er die Kleine wieder spawnen kann.
Ist auch mal so eine Frage. Okay, sie sind tot, sehr gut. Wo ist denn jetzt der Dicke? Warte, hier gibt's noch den hier. Den besiegen wir auch noch ganz schnell. Dann werden wir uns den Fetten vornehmen. Ich weiß jetzt nicht, wo der ist. Ich glaube, der hat sein Gebiet gewechselt. Ja, ich glaube, der hat sein Gebiet gewechselt. Ja, sowas passiert auch. Die Bosse oder die Monster wechseln gerne ihren Gebiet, also ihre Gebiete. Und man muss sie halt verfolgen. Und ich glaube, das macht das wirklich zu einem, ja, zu einer richtigen Jagd, also Monsterhunter, ne? Versteht sich. So, ich glaube, es befindet sich hier. Genau, da ist es. Hallo. Hallo, großes Ding. Was geht? Oh Mann, mach doch. Oh Mann, Leute, ich bin einfach nicht gewohnt. Und ich bin diese Steuerung hier nicht gewohnt. Ich muss meine Kamera, also meine Kameraperspektive mit dem Steuerkreuz wechseln, ne? Und dann kann ich mich gar nicht mehr bewegen. Ich muss dann kurz warten, bis es damit aufgehört hat. Weil Baum hält. Mein Gott, bin ich schlecht. Ich hoffe, wenn mir gerade irgendwelche Pros hier zugucken, ne, die lachen mich gerade total aus, ne? So, was macht denn der? Naja. Ja, ich habe ja bereits dazu Stellung genommen, dass ich nicht unbedingt der Beste bin. Oder eher gesagt, ich bin ein Anfänger. Steht ja auch irgendwo hier, glaube ich. Ne, ich hatte das aber vorhin ausgewählt, denn ich bin ein Anfänger. Ist es jetzt tot? Hat dieses Ding ja auch irgendwo ein Leben? Also, Lebensanzeige, die ich eventuell auf 0 reduzieren muss. Weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich muss auf es klettern, aber ich weiß nicht mehr, wie das geht. Ich habe vorhin nicht wirklich so gut zugehört, ehrlich gesagt. Es stand auf jeden Fall was mit R. Dieses Monster versucht zu fliehen. Hast du gesehen? Wenn ein Monster verletzt wird, wenn Monster verletzt sind, hinken sie oder wollen zu ihren Nestern zurück, um ihre Gesundheit zu regenerieren. Ein Monster, das in seinem Nest schläft, ist völlig schutzlos. Eine bessere Gelegenheit zum Zuschlagen bekommt ein Jäger nicht. Ja, ich bin leider kein guter Jäger, wie du sehen kannst, Maus. Oh Mann. Warte. Ich muss, glaube ich, hinterher. Okay, komm ich hier. Kann ich hier auch runtergehen? Nein. Ah, blöd. So, es sollte wieder hier sein irgendwo. Wo ist es denn? Achso, hier. Komm her. Wunderschön mache ich das. Wunderschön. So gefällt mir das. Gib ihm, Bruder, gib ihm. Nein, geh weg da. Ich glaube, ich habe da irgendwas übersehen. Da kam ja vorhin was, dass man auf es klettern kann und dann von oben aus auf es ja, so schlagen kann. Also von oben aus so, ne? Ich glaube, das habe ich jetzt nicht so drauf. Ich habe nämlich nicht aufgepasst, wie das ging. Deshalb. Oh Mann, sein Ernst. Schon wieder gewechselt. Ah, jetzt fängt an. Der fängt an, mich zu nerven, der Typ. Ja, das sollte eigentlich eine kleine Quest werden. Aber ich glaube, daraus wird jetzt nichts. Die wird länger als erwartet. Warte mal, muss ich jetzt hier rauf? Oder? Ich glaube schon. Nee, ich glaube, ich bin hier falsch. Ja, ich bin hier auf jeden Fall falsch. Ah, verdammt. Ah ja, dieses Spiel ist wirklich nicht einfach, Leute. Ich weiß nicht mal, ob ich diese Mission schaffen werde für den ersten Part. Warte, ich kann hier runtergehen. Kletterprofi, ja. Danke sehr, Gildenjungfer. Oh, okay, ich dachte, der würde runterspringen, aber die klettert anscheinend runter.
Voll souverän. So. Warte, kann ich mir das nicht nochmal angucken? Quest-Info, ja. Krieger-Info, Spielsteuerung. Auf Monster steigen, genau. Durch einen Sprungangriff an der richtigen Stelle können manche Monster bestiegen werden. Wenn du ein Monster bestiegen hast, erscheint ein Balken. Ja, okay. Durch einen richtigen Sprungangriff, das ist ja cool. Also ist es nicht nötig, diesen Sprung auszuführen, um das Monster zu besiegen. Ich dachte, man müsste ja so irgendeinen Move machen, um es zu besiegen, aber anscheinend nicht. So, wie komme ich denn jetzt hier weiter? Hallo? Kann ich hier runterspringen? Danke sehr. Ah, nichts bewegt meine Seele wie der Anblick eines Jägers, der vom Himmel herab durch die Lüfte gleitet. Herr Jäger, du kannst springen, wenn du von einem Vorsprung sprintest. Okay. Ich glaube, ich muss noch einiges lernen über dieses Spiel, ne? Wo ist das? Du! Komm her! Stirb endlich! Komm her! Okay, ich glaube, der ist fast tot. So, jetzt! Gib ihm! Es humpelt schon, das ist wunderschön. Nein, nein! Oh, du Zigeuner! Oh Mann, dieses Ding, ne? Regt mich voll auf, Alter. Ja, wie, raufklettern, danke sehr. Nein, das war blöd. Das war sehr blöd. Geht da rauf. Ja, das ist natürlich äußerst fragwürdig, dieser Kampf hier, aber das Monster scheint bereits zu humpeln, also bin ich schon ganz nah dran, es zu töten. By the way, wie gefällt euch das Spiel soweit? Wie gefällt euch dieses Let's Play soweit? Ich weiß nicht, ob ich das ganze Spiel Let's Playen werde. Ich glaube eher weniger, denn meine Kenntnisse reichen nicht dazu aus. Und so ein Anfänger, der sowas spielt, ist natürlich nie wirklich so. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es gefällt einem nicht, wenn man einfach keine Ahnung hat und das dann spielt, ne? Ich meine, die Leute wollen auch sehen, dass man was drauf hat. Und ich hab nichts drauf. Yay! Hauptziel erfüllt! Goddammit! Ja, eure Meinung zu dem Spiel bitte in den Kommis und ob ich mehr davon machen soll oder weniger oder überhaupt nicht oder ob ich es einfach lassen soll. Ich glaube, das wäre dann die beste Wahl. So, nachdem man einen Gegner, einen Monster getötet hat, kann man es natürlich noch aufschlitzen und ein paar Teile einsacken. Oh, dieses hier will mich gerne stören. Naja, ich lasse mich aber nicht stören. So. Diese Items kann man verwenden, um, keine Ahnung, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, man kann damit seine Rüstung dann herstellen. Und weiteres. Also Rüstungen und, ich weiß nicht, was man noch machen kann. Vielleicht noch Tränke oder so. Höchstwahrscheinlich, denn das ist der Sinn des Spiels, Rüstungen zu sammeln, also Rüstungen zu machen und weitere Monster zu töten, ja? Die ist hier jetzt ein bisschen größer als die anderen. Mal gucken, ob es. Okay, ist trotzdem schon tot. Kann ich hier was machen? Quest erfüllt, okay. Danke fürs Spielen. Ja, kein Ding. Ja, war auf jeden Fall ganz lustig, diese Mission. Bisschen skurril, weil ich nicht unbedingt wusste, was ich tun soll. Okay, eigentlich schon. Ich meine, ich musste ja einfach dieses Ding da besiegen. Diesen Gegner. Schwierigkeitsgrad wählen. Irgendwer schon. Ja, auf jeden Fall ganz lustig. Wir werden noch einen weiteren Part machen, indem wir die zweite Mission machen. Spiel im Anfängermodus starten. Ja, schon wieder. Es gibt noch eine weitere Mission im Solo-Modus, nämlich jage den Tezucabra. Und diese werden wir auch noch tun, aber nicht in diesem Part, erst im nächsten. Leute, wenn euch dieses kleine Projekt gefällt, also ich meine, wenn euch der erste Part hier gefallen hat, könnt ihr mich und dieses kleine Video mit einem Daumen nach oben unterstützen? Ich würde mich sehr freuen. Außerdem würde ich mich über Kommentare freuen. Ja, sagt mir einfach mal eure Meinung zu dem Spiel und ob es euch gefällt, ob euch mein Kommentarstil gefällt und alles weitere. Und ob ich mehr davon raushauen soll, ja? Ansonsten, Leute, haut da rein, bis zum nächsten Part. Euer Bladeus.